Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, yeah! So, wir spielen mit Trevor heute wieder. Das kam, glaube ich, schon im letzten Part. Oder? Ah, nee, das ist was anderes. Geländerennen, ah! Nee, im letzten Part war am Ende noch da irgendwas erschienen mit irgendwas Neues im Ammunition. Gab's da. Und wir haben hier im letzten Part Trevor zum ersten Mal hier spielen können. Ach, jetzt wollte ich nachgucken, wie der Typ jetzt geheißen hat, weil ich war ja verwirrt. Wir haben Ortega getötet und eigentlich dachte ich, für den muss man diese Raumschiffteile suchen. Aber ihr habt kommentiert, ein paar von euch, das ist ein anderer Typ, der heißt auch irgendwas mit... Oh, jetzt wollte ich nachgucken, weiß ich jetzt nicht mehr, wie er heißt. Omega oder keine Ahnung. Aber es war ein anderer Typ, das wusste ich nicht. Yay! So, wir machen heute, wir fahren zum... Fragezeichen. Fremde und Freaks. Das war ja im letzten Part eine Story-Mission und daher... Wir haben jetzt echt viele Story-Missionen wieder gemacht in letzter Zeit. Und gibt noch viele, viele Nebenmissionen. Das Let's Play geht noch sehr lange, aber ja. Man muss es ja nicht runterrotzen und so schnell wie möglich durchspielen. Hauptsache man hat lange Spaß an dem Spiel. Deshalb ist es ja scheißegal, wie lange man braucht. So. Wir fahren zum F, Fremde und Freaks hier. Der erste natürlich für Trevor. Mal schauen, wie wir da so antreffen. Hallöchen. Eine Dame, oder? Eine Dame. Hallo. Ne, ist ein Kerl, oder? There you are, handsome. Hello, Maud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is it's one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay, war doch eine Tussi. Verlass das Gebiet. Ja, gut, wir verlassen das Gebiet. Was müssen wir, einen Hund jetzt suchen oder so? Na komm, Trevor. Ich finde Trevor cool, weil er krank ist. Wenn wir noch sehr, sehr viel Spaß haben. Mord heißt die gute Dame. Wir verlassen das Gebiet. Neuer Kontaktmord. Kopfgeldmission jetzt verfügbar. Trevor erhält E-Mails von Mord mit Raum einzuhalten. Kopfgeld. Ich habe eben nicht so aufgepasst. Ich musste kurz auf die Uhr und Handy gucken. Das war schon. Okay. Was haben wir hier? T für Trevor. Für die Trevor-Mission. Dann hier C. Die Chinesen. Cheng. Oder den Chinesen, besser gesagt. Ja gut, dann gucke ich einfach mal in mein Handy. Hallo? Ah, geht doch. E-Mail. Haben wir denn schon was? Events. Ah, das sind die Geländerennen. Ah, werden wir auch noch machen. Und hier in der Nähe sind auch diese Stuntflugzeugprüfungen, die man ja bekommen hat durch die Special Edition. Die werde ich auch zeigen, obwohl man die, glaube ich, nicht für die 100% machen muss. Nee. Genau, das war neue Ware. Aber noch keine. Ja gut, das sind irgendwelche E-Mails. Ja gut, dann würde ich sagen, fahren wir zu... Zu wem fahren wir denn jetzt? Das war ja irgendwie ein Flop. Ja gut, dann fahren wir zu Trevor. Toll. Hingefahren und jetzt fahren wir wieder zurück und machen damit Mission weiter. Machen wir halt heute wieder eine Story-Mission. Auch gut. Auch gut, auch gut. Aber ich habe mir da schon was überlegt, weil ich denke, wenn ich so weitermache, werde ich... mit den Story-Missionen früher fertig als wie mit den Nebenmissionen und will ja eigentlich nur die letzte Mission ganz am Ende zeigen, aber da weiß ich schon was, ich will aber nichts verraten. Hab mir dabei schon so einen kleinen Plan gemacht. Nur das mit den Raumschiffteilen und so suchen, das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ja? Hä? Waren wir da eben? Da ja doch, ist unser Haus, ne? Oder ist das jetzt ein anderes? Hier ist unser Wohnwagen. Here for you. Who was here? Them bikers.
After you killed Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45, find him. Los Santos, it's a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah. Uh-huh. Right? That's better. Don't worry. Now, Ron, shall we go? Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out. Steig auf das Quad. Alles klar. Ron begleitet uns. Yay, wir sollen zum Ammunition. Wir sollen uns eine Waffe sorgen. Achso, nee, Quatsch. So kann man die wechseln. Ja. Ja, wir brauchen unbedingt was. Oh, walkie-talkie-mäßig hier unterwegs. Oh, Sniper, das ist schön. Haben wir noch nicht in dem Spiel. Yay, yeah, das Quad lässt sich komisch steuern, also sehr, sehr empfindlich die Steuerung, aber gut, gut gemacht. So, Ammunition sieht anscheinend immer gleich aus. Was haben wir denn hier für Waffen? Ah, sind das die gleichen, die man mit Franklin und Michael kaufen kann? Also Sniper war noch nicht... Alter, wie viel Geld wir haben? 108.000. Alter, das ist viel. Gratis, yay. Alles klar, können wir hier... Schalldämpfer. Kostet nichts. Zielfernrohr kostet... Achso, Moment. Verbesserte Zielfernrohr. Ja, verbesserte. Wollen wir natürlich. Noch was? Muss ich noch was kaufen? Wie viel... Habe ich jetzt wie viel Schuss? Wo stehen das mit Schuss? Keine Ahnung. Ja, Farbe brauchen wir jetzt nicht ändern. Yay! Nice. Ja gut, ich denke, das reicht schon. Steige auf das Quad. Mit Schutzwesten, ja. Schusswesten. Ich glaube, ich hole mir mal einfach eine. Alter, die sind aber teuer. Ich hole mir mal die billigste, da wir so viel Geld haben. 800. Ja, ich will einfach mal gucken. Wo wird denn das angezeigt? Ist der grüne Balken größer? Oder verlieren wir da weniger Energie dann? Er weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht eben drauf geachtet, wie groß und der grüne Balken war. Und was ist das blaue nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Oder ist das die Schutzweste, das blaue? Und da wir die billigste gekauft haben, ist das nicht viel Schutz. Aber das wäre extrem wenig Schutz. Oh, habe ich gerade was überfahren? We're gonna wait till the right time and appropriate them. Ja, jetzt achte ich da mal ein bisschen drauf, aber ich kann nicht die ganze Zeit da ruhig sein. Wir sollten auf jeden Fall irgendwie da ein paar Lost ausschalten. Mit dem Sniper. Ja. Wie komme ich da hoch? Ah, Leiter. Leiter sind böse, also ich hoffe, dass ich da nicht nachher runterfliege, aber ich glaube nicht, dass ich dann tot bin. Okay, wie sieht man eigentlich damit? Achso. Oh, ein Zug. Kann man irgendwie schneller? Ah ja. So. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm walking you to the scope of a high-powered rifle. Wofern der Adler fährt da? Ah, da ist der Flughafen, ne? Glaube ich. Der Flugplatz, besser gesagt, oder? Verguck ich mich jetzt nicht. Nee, die haben doch eben irgendwas gelabert. Wegen Flugplatz. Ja, ja.
Ich werde jetzt echt gerne abdrücken. This, genau dahin. Genau da. Oder da oben. Mir geil. Okay, er wackelt ein bisschen. Ja, ja. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Ist das der Flugplatz? Sieht irgendwie so aus, ne? Ja, ja, man sieht es ja unter dem Radar. Das ist ja so ähnlich wie in San Andreas. Gibt es ja auch so einen Flugplatz, den man ja auch kaufen muss am, in der Mission. In Mission. Ne? Under the control tower. Schalt die Biker aus. Wo? Wo? Guy. Ich sehe da keinen. Right there. Can you see him? My vision is failing me. Hä? Also ich sehe da keinen. Ich kann auch nicht näher ran. Achso, da. Oh, bin ich schon. Yay. Was wäre, wenn ich jetzt keinen Schalter fahre? Genommen hätte. Schieß die Lichter. Die? Was? Was für Lichter? Was für Lichter? Die? Ah ja. Okay. Okay, erst wenn er aussteigt. Okay, hier geht es jetzt echt taktisch zur Sache, nicht einfach rumballern. Mach mal das Licht aus, ich werde geblendet. Ja. Ja, bleib stehen. Nice. Nee, hab ich halb gesehen. Ah, bam, nice Mission. Sehr gut. Gefällt mir. Hat er noch geschossen? Achso. Oh, ich glaube, ich habe den gar nicht getroffen eben. In den Arsch. Wo bist du? Ah, da. Ja, ja. Ich sehe dich. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. Achso, okay. But there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Wo? Ah, da. Nicht auf den Gastank, das wäre. Das wäre böse. Yay. Da muss man bestimmt wieder Kopfschüsse machen, um da 100% zu erreichen. Aber ich gehe da immer auf Nummer sicher und ziehe auf den Bauch. Kurz auf Flash und so. Da hinten kommt jemand. Oh oh. Okay. Klappt doch bisher ganz gut, war eben ein bisschen verwirrt, aber. Oh oh. Oh. Was soll ich machen? Soll ich den töten? Achso, jetzt. Oder? Alter. Ich hatte dich schon fast. Nein! Yay, Alter, das war so geplant. War auf jeden Fall nice. Bam, Hilfron, den Flugplatz zu sichern. Nice. Ach, die Lost haben den also eingenommen. Oh, das war Ron. Was? Was, was? Oh, oh, das sind mir zu viele. Du hast, ach, der Spezialfähigkeit, genau. Der gibt da mehr Schaden. Und kassiert, glaube ich, weniger. Habe ich irgendwas gelesen? Habe ich die jetzt? Ja. Vorsicht. Okay. Ich habe keine Deckung. One dead biker is as good to me as another.
Da sind noch welche. Hab ich den? Nee. Gib mal deine Waffe. Ah, ich mach das wieder schlecht. Extrem schlecht. So, jetzt aber. Von hier aus ist gut. Oh, dann müssen wir wieder mit der Schrotflinte. Oder? Haben wir noch eine bessere? Nee. Shit. Okay. Oh, Alter, es sind wieder... Ey, nicht rein. Give up the guns and we can be friends again. Wo ist denn der? Ich hab hier dumme Deckung. Wo ist der? Ah, der ist da drin irgendwo. Da hab ich nicht hingezählt. Wichser. Der ist doch. Ist der oben? Ich glaube, der ist oben drauf. Deckung! Der regt mich auf, wo ist der? Nein, da ist er! Oh! Begib dich zum Flugplatz. Alles klar, huh, das war wieder nicht hundertprozentig Dollar. Aber solange ich noch lebe, ist das doch ganz in Ordnung. Natürlich hier ein bisschen Munition. Oh, da ist eine Schutzweste. Ah, okay, das ist doch die blaue Anzeige. Gut zu wissen. Nee, oder? Wir dürfen fliegen, oder was? Oh! Oh, nice! Was? RT und Ziel mit... Wo? Kann glaube ich nicht anvisieren. Boah. Das war nice. Das sind zwei. Kann ich nicht. Ah, wollte ich auch gerade sagen. Oh, der lebt noch. Okay, wir haben unendlich Munition, wir können ballern. Ich weiß. Kann ich. Nee, ich glaube, ich kann gerade nicht automatisch anvisieren. Oh! Alter, das sind viele. Oh, fuck. Ah, ich hätte direkt auf den Vent schießen sollen. Ist nicht gut, Alter. Ich kann nicht gut schreien, so. Ich brauche das automatische Zielen. Ah, ich wollte die noch erledigen. Wow. Folge dem Flugzeug. Oh, das ist aber krasse Steuerung hier. Abzuheben. Yay, komm, flieg, flieg. Alter, krank. Ey, dass wir direkt fliegen dürfen, das wundert mich. Kein Fahrwerk einfach, ja. Das finde ich jetzt geil. Zum Glück habe ich so schon ein bisschen für mich geübt. Weil ich dachte, man muss hier erstmal in so eine Flugschule oder so. Was kannst du fliegen? Achso. Das ist geil. Also die Missionen, die sind echt Hammer bisher. Da bin ich richtig geflasht. Mit seinen eigenen Fliegen. Aber da ist schon wieder. Da wird nur wieder so zugebombt mit Informationen. Krank. Und man muss unter Brücken durchfliegen. Das mache ich aber jetzt nicht. Mache ich irgendwann mal. Ich will jetzt nichts riskieren. Für die 100% muss man, glaube ich, unter 25 von 50 Brücken durchfliegen, glaube ich. Und hier müsste es, wie gesagt, noch eine Flugschule geben. Und das Fliegen hat sich natürlich total geändert, als wie in San Andreas. Wenn man lenkt, dann ändert sich die Sicht, also die Kamera. Die ganze Landschaft ist dann verdreht. Das tut ein bisschen im Kopf weh. Aber es ist cool gemacht. Okay, jetzt fliegt er. Nee, ich flieg jetzt nicht drunter. Ich informiere mich da noch. Nicht, dass ich jetzt schon drunter durchfliege. Alles. Mit der Zeit, wir kümmern uns jetzt erst um die Mission hier. Ja, das ist manchmal echt schwierig zu fliegen. Und Turbulenzen merkt man, der ist, fliegt nicht ruhig. Das geht. Also so ein Chat oder so, fliegt nicht ruhig. Seine ah ja, genau, es gibt einen Militärstützpunkt. Der wird gar nicht so auf der Karte, glaube ich, angezeigt. Man darf da natürlich nicht drüber fliegen.
Flieg so niedrig. Okay. Oh, fast zu niedrig. Oh, oh, hä? Ich habe jetzt komplett die Kontrolle gerade. Die ist nicht verloren. Ich dachte, ich wäre schon im Wasser. Was? Okay, ah. Was, das war's? Okay. Ich dachte, ich fliege voll ins Wasser gerade hin. Wow, Alter, das Fliegen, das ist aber so geil gemacht. Flieg mit Ron und renn zum Flugplatz. Alles klar. Moment, wo ist... Nein, 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 nein. Ich flieg hier lang. Da ist Militär hinten. Da möchte ich nicht drüber fliegen. Fast übersehen. Da bin ich schon, habe ich schon mal erzählt. Versucht, den Chat zu klauen, Militärchat, den Kampfchat. Hat nicht so geklappt, die schießen da mit Panzer und Raketenwerfer. Mal schauen, wann wir da hinkommen in der Mission. Geil, ich find's geil, dass man jetzt schon fliegen kann. Bin ich mal gespannt. Ja gut, fliegen kann man natürlich auch schon durch die Stuntflugzeuge oder man kann natürlich auch auf Flughafen laufen und da so für sich fliegen. Aber ich meine halt, dass man offiziell in einer Mission fliegen darf. Find ich gut. Finde ich sehr gut. Also bis jetzt die Mission, ich hätte jetzt wieder Bock, das Spiel komplett neu anzufangen und nochmal zu spielen, die Mission, weil die so geil sind. Man kann ja alle Missionen wiederholen, aber das mache ich nicht. Ich mache das jetzt hier erstmal mein 100% LP und dann werde ich für mich nochmal alles schön spielen und dann wahrscheinlich nochmal und dann nochmal die Mission. Damit ich ja ein bisschen Übung auch bekomme, da irgendwann ja auch ein Speedrun dazu kommt, aber das dauert. Erst wenn die PC-Version draus ist, da werde ich dann nochmal auf dem PC spielen. Und wenn dann Ignote hier, weil mit dem mache ich ja immer die Speedruns, auch das LP hat irgendwann auf dem PC. Dann, dann kommt der erste Speedrun, so geht der 5. Das wird sehr geil. Wo ist denn jetzt? Okay, ich, das wird, kann jetzt, okay, das, verringern, ich bin irgendwie mit einem anderen Flugzeug gewöhnt zu fliegen, nicht mit so einem, aber anscheinend sieht das ganz, naja, nein, 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 halt an, Steuerung falsch, okay, ich habe immerhin gewonnen, die Landung war noch nicht so gut, das kann ich auch besser, wenn ich irgendwie offscreen das mache. Glaubt ihr mir alle nicht, ne? Ich weiß. Ich sag das nämlich immer. Aber ist wirklich so. Da habe ich mich jetzt nicht, auch nicht so gut angestellt, aber mit dem Flugzeug bin ich auch noch nicht geflogen. Die lassen sich alle anders steuern. So. Perfekt. Das doch, war doch gut. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate or both. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Yay, sehr schön. Zum Verkauf stehende Immobilien sind mit dem Haussymbol markiert. Um deine gekauften Gebäude... sehr vielen Immobilien musst du Verwaltungsmissionen absolvieren, um die Mieteinnahmen zu erhöhen. Oh, okay. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Das ist wahrscheinlich Franklin. Alles klar. Wenn du diesen Hangar kaufst, kannst du Schmuggelmissionen für Oscar erledigen. Oh, das war ein Grafikbug. Alles klar, dann bestanden. Der nervöse Ron. Kopfschüsse, genau, habe ich ja erwähnt. Missionszeit. Die Missionen haben es in sich von der Zeit. Die gehen sehr lange. Sind nicht zu einfach, sind aber auch... Also sind actionreich, aber sind jetzt auch nicht übertrieben schwer. Wir gucken mal, wie viel das kostet. Also Immobilien...
Ah, Mord hat was für uns. Ich werde darüber informiert, dass dieser. Okay, da gibt es eine Mission, machen wir aber jetzt nicht. Wie viel kostet die Immobilie? Ich glaube, für 100% muss man eine gewisse Anzahl, nur ein paar Stück kaufen. Ich werde, denke ich, hier alle kaufen, wenn ich genug Geld habe. Ron Hatera. Was? Dort können im unterm Flugplatz. Das ist jetzt wieder viel. Unten links oben, das ist sehr, sehr hart. Kaufpreis 150, so viel habe ich. Einnahmen 5 pro Straßenlieferung und. Okay, damit. Da muss ich mich jetzt nochmal informieren. Also, den könnte ich kaufen, mache ich aber jetzt noch nicht. Also, nicht heute. Ja. Aber den werde ich auch, denke ich, sicher kaufen. Sehr geil. Freue ich mich drauf auf Mission hier. Wir gucken kurz auf der Karte, was man da noch so kaufen kann. Wie gesagt, für Mission 100% muss man halt ein paar kaufen. Warum wird das jetzt hier angezeigt? Achso, die Garage wird da angezeigt, sehe ich. Okay, die kann man kaufen. Noch was? Sonst nichts? Man muss, kann doch noch eine Garage in der Grove City kaufen. Oder ist das was anderes? Oder kann ich das jetzt noch nicht? Oder weil ich Trevor gerade habe. Das kann auch sein. Na gut, werden wir alles im Verlauf des LPs noch sehen. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.